Flank secured. Overwatch, du läufst hier durch. Also ja, die zwei da hinten werden von ihm umgebracht. Er läuft zurück zum Eingang. Er sichert den Eingang. Du bist einfach nur gelaufen. Ja, der Librarium. Librarius. Librarian. Hat noch Punkte über. Du ziehst sie auch mal zurück. So. Für SimC hat er auch noch. Aber wir haben nicht so wirklich sinnvolle Ziele. Die kriegen wir auch so klein. Also Endturn. Enemy sighted. Habe ich gerade genug Command Points verbraten? Fällt mir gerade auf. Mist. Sowas mag ich nicht. Wenn ich mich nicht daran erinnern kann, ob ich den Zug so abgeschlossen habe, wie ich ihn gerne abschließen würde. Aber so oder so scheint er hier den Command Point zu bauen. Jo. Gleich musst du dich mal umdrehen. Nämlich jetzt. Klick. Hallo. Ein Blip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Du zieh dich mal. Doch, zieh dich mal zurück. Geh jetzt in Overwatch. Du gehst vor. Und in Overwatch. So. Du stellst dich dahin und wartest. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Blipsprung. Ja, du stellst dich dahin, gibst nach da Deckung, du gehst einfach vorwärts, sagt die Karte. Karte sagt, kein Krisenherd, okay. Du gehst einfach nur vorwärts. Yes, my lord. Du gehst einfach nur vorwärts und verbrätst einen Punkt. Moving out. Zwei Command Points müssten für ihn fürs Nachladen reichen. Jo, okay. Endturn. Die werden zerschossen. Er wird zwangsweise auch gleich zerschossen. Soweit so gut. Keine Ladehemmung. Du hast noch zwei Punkte. Jetzt noch ein. My weapon has failed me. Jetzt kein. Clear to fire. Sehr gut. Oh. Oder auch nicht. Aber hey, sind nur. Erstmal neu würfeln. Es ist 1 auf 2. Es ist nur da unten was gespawnt. Also mal sehr praktisch. Okay, das heißt, du gehst einfach in Overwatch. Order confirmed. Holding. Und machst nichts anderes. Du läufst vorwärts. Du gehst da rein und drehst dich. Da rein und drehst dich. Und dann müssen wir später zwei Terminatoren unten am Eingang stehen lassen. Und zwar so lange, bis der hier ganz hinten sich auch zurückziehen kann. Also wir springen jetzt nicht alle rein, sobald das Artefakt drin ist. Du stehst da im Weg. Du kannst nächste Runde da weggehen, okay. Du machst mal einen Schritt vor. Damit der Librarian da durch kann. So. Ja, das ist okay. Du bringst die um und dann spawnt irgendwo was Neues. Und wir können einfach mal ein, zwei Psi umwandeln. Damit die Jungs sich schneller bewegen können. So. Ist zwar nicht viel, aber können sich läppern. Also zwei Command Points haben wir und die spawnen genau da, wo sie nicht spawnen sollen. Wie sich das gehört, ne? Ein Command Point noch. Clear to fire. War zu gut. Weapon jammed. Ah,
kein Command-Punkt mehr. Hier nach. Jo, Ladehemmung. Kann er nicht beheben. Und da kommen ein paar mehr. 5 CP, das ist okay. Also du bist der Sergeant. Du gehst hier und drehst dich um. Das ist nicht viel Platz zum Schießen. Ich würde liebst mit ihm nochmal einen Schritt zurückgehen. Brauchen wir noch irgendwo Command Points? Du. Du kannst dahin. Du kannst einmal zurückgehen und in Overwatch gehen. Bist du hier sicher? Du musst eigentlich nur weg, also gehst du dahin. Du drehst dich danach hier schon mal rum, damit du später hinterher kannst. Aber den Flammenwerfer ziehe ich auf jeden Fall ab. Weil die vier hier eigentlich reichen müssten. So, du behebst die Ladehemmung. Und willst du dann hier weiter die Stellung halten oder willst du dich auch mal zurückziehen? Ich glaube, ich ziehe mich mit ihm zurück. Aber eins nach dem anderen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es kommt auf jeden Fall keiner an ihn ran. Das ist gut. Das heißt, wir benutzen jetzt die Punkte, um mit ihm rückwärts zu gehen. So, nochmal rückwärts zu gehen. Nee, ich habe lieber mehr Punkte für Ladehemmung. Du gehst jetzt in Overwatch. Wir haben jetzt 2 Punkte für Ladehemmung bei dir. Und du gehst jetzt einfach weg. So. Irgendjemand noch Punkte über. Der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer kann dahin und sich schon mal umdrehen. Unser Librarian könnte was machen. Könnte aber den Weg hier blockieren. Oh, ich hätte eine bessere Idee. Ich probiere mal, ob es überhaupt kann auf Entfernung. Ja, kann aber nur in gewissen Bereich. Den will ich gar nicht blockieren, den Weg da. Die sollen ruhig sterben. Ich hätte echt gerne hier hinten blockiert, damit er sich in Ruhe zurückziehen kann. Was mache ich denn später? Dann konvertieren wir noch einmal ein Psi zu einem CP. Und du gehst einfach noch einen Schritt vor. Moving ahead. So, Endturn. Gucken wir mal. Bisher ist nur ein Terminator gestorben. Das ist nicht schön, aber ist okay. Ist vertretbar. Wenn es dabei bleibt, wäre es okay. Erste Ladehemmung, aber da kommt nichts mehr. Kommt doch noch was. Ja, aber wird nicht aufgedeckt. Beware the alien. Da unten kommen jetzt ganz viele. Ja, du musst schnell laufen. Okay. Gucken wir mal. 3 CP kann ich mit leben. Also du gehst einen Schritt zurück. Affirmative. Gehst in Overwatch. Du gehst dahin. Du gehst wieder einen Schritt vor, verdammt. So. Watching for enemy contact. Damit wir die Horde, die jetzt dem einen Typen hinterherläuft, ein wenig dezimieren können, indem du dich dahin stellst und später in die Richtung Overwatch gehst. So. Der Flammenwerfer geht schon mal hinterher. Und du läufst einfach weiter. Im Notfall können wir ihn, wenn wir in einer Runde 1-2 Command Points über haben, ihn einfach umdrehen lassen und Overwatch gehen. Weil die 1-2-3-4-5-6 kommen gerade mal dahin. Ist okay. Also du deckst den Eingang, du deckst den Eingang, du deckst nächste Runde den Eingang, der Rest bewegt sich weg. 3 CP lassen wir über für etwaige Ladehemmungen, was ein bisschen viel ist. Ich denke, 2 werden reichen. Also benutzen wir noch einen Punkt zum weiter weglaufen. Turn. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das ist nur einer. Sehr schön.
Weapon operational. Komm, 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 komm. Kaputt, sehr schön. So, 3, 4 Stück sind schon mal. They come. 7 Stück sind schon mal da oben. Und noch ein Blip. Noch ein Blip. Wir werden definitiv von hier vertrieben. 2 CP neu würfeln. 1 CP. Das ist nicht gut. Weil genau jetzt bräuchten wir eigentlich welche. Also du drehst dich nach da. So. Dann machen wir eine Barriere. Und zwar dahin. Dann gehst du in Overwatch. Bringst ihn hier um, wenn er weggeht. Die können nicht folgen. Die schon, aber die sind nicht ganz so wichtig. Du läufst also hier den Gang einfach weiter. So, hier ist gerade keine Gefahr. Also kannst du dich mal zurückziehen. Ha. Könnte sich da hinstellen. Und dann, ja, das ist eine gute Idee. Du stell dich mal dahin. Dann läuft er nächste Runde in einen der Seitengänge und er kann nach hier Overwatch gehen. Du gehst nach da Overwatch, du gehst nach hier Overwatch. Stay alert, brothers. Und du gehst weg. After 9000 years, the artifact is ours again. Was ist mit den ganzen anderen? Okay, also das Artefakt war wirklich das Wichtigste, aber trotzdem würde ich nicht einfach so die ganzen Terminatoren auf dem Schlachtfeld lassen. Dafür sind sie doch viel zu wichtig. Okay, unerwartet, aber na gut. Ein Terminator nur verloren. Das ist sehr vertretbar. 38 Minuten, 40 Kills, 14 Runden. Das ist ein Ticken schneller gewesen als die letzten Missionen. Die waren, glaube ich, mal so 45 Minuten rum. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was die nächste Mission wird. Also es wird ja immer von dieser Hauptaufgabe gesprochen, von der wir immer wieder abgelenkt werden. Also einmal abgelenkt im Sinne von, wir machen eine Vorbereitungsmission, mit dem Gegner provozierende Mission zu verfolgen. Dann mussten wir die anderen Terminatoren retten, die einen anderen Angriff geleitet haben. Und jetzt wurden wir von einem Artefakt abgelenkt. Das heißt, nun dürfte eigentlich die Mission kommen, von der schon vor 3 Missionen geredet wurde, glaube ich. Ja, also ich bin gespannt und wir sehen uns dann gleich wieder.